Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Wir sind in, wie heißt es, Tritael, in der Tritael-Kluft, der neuen Erweiterung von Raiders of Icarus seit dem 5.10. abends um 0 Uhr, wo ich leider schon im Bett gelegen habe. Wir haben in der letzten Folge ja am Malstromhochsitz schon die ersten Queste erledigt. Und die werden wir jetzt erstmal alle abgeben. Where's the captain? Und ich hoffe, dass wir dann auch den Level abschaffen. This might take a while. Und jetzt müssen wir wieder zurück zu dieser Hauptbasis da. Aber es sieht fast gut aus. Ein paar Quests haben wir jetzt zum Abgeben. 3, 4 könnte eventuell. Oder wir kratzen dann ganz scharf an der 35. Schauen wir mal. Priester. Was ist das für Mount? Kann man das sehen? Inspizieren. Pferden. Skerontreu. Blag. Taslan. Quatra aus der Tiefe. Ja. Sodele. Herr Jägermeister, Lagermeister, Entschuldigung. Haben wir Platz? Kann man da irgendwo. Oh ja, wir haben ja so viel Platz. Ich bin ja. Also. Alter. Haben wir denn irgendwas, was wir da reinknallen können? Okay, ne? Ich wüsste nicht, was das kann man gleich mal lernen. Rote Spinne, Gefährtenskin. Dab Dab, Frostkristall. Ja, das war's, ne? Können wir eben sortieren nochmal. Zack. Aber ich glaube, da tut sich trotzdem nicht viel. Könnten wir nicht unserem Vieh hier. Warte, haben wir den schon? Ne, den haben wir noch nicht, siehst du. Dann können wir hier einmal. Achso, er hat ja. Ach, stimmt, das ist ja noch. Okay. Schepperblumen kriegen wir rein. Schepperblumen. Material von Bändigungsgegenständen. Ne, lass mal draußen. 17 für den nächsten Slot. Aber wir behalten jetzt erstmal alles. Das kann rein. Und dann schauen wir mal weiter. Leave your goods with me. I'll take excellent care of them. Gehen wir erst die Nebenquest ab. You'll want to take a look at my magical weapons. Mit Sagaso sprechen, abschließen. Ja, Stufe 35. Ja. Und elementare Lösung. Abschließen. Ja. I've got merchandise you won't find anywhere else. It's all handcrafted. Was will er? Ah, wir können. Ja, jo. Ja, jo, jo. Ja, jo. Riskiert erzeugt reich Sprunghebner, wo erfolgreich angreifen in 3 jede Sekunde. 3, Eine erfolgreiche Seitenhiebe während der Angriffskette reduziert, Angriffen von Fähigkeiten 7% erhöht die Chance, den Feind aus der Balance zu bringen auf 25%.
Erfolgreiche Treffer für 5 Sekunden, kritische Treffer werden auf Stufe 1 geladen. Erfolgreiche Treffer erhöhen für 5 Sekunden, kritische Treffer werden voll geladen. Würde ich gern das bestätigen. Wir müssen unsere Talente. Hammer, Siegelstein noch? Fähigkeiten, was denn? Klasse. Kombo, Level Up. Ja, es gibt für jede Klasse ja jetzt in der neuen Erweiterung eine neue Fähigkeit. Ich glaube, die kommt mit Level 38 oder so. Sollen wir Max Level? Ich weiß es gar nicht. Klingenblockade, wieso habe ich das nicht drin? Man braucht 20, um dich für 2 Sekunden vor allen Angriffen zu schützen. Schulterramme, der Angriff erzeugt 20 Zorn, Schaden und Zorn erhöhen sich bei weniger Gesundheit. Wirft das Ziel nieder, fügt 60 zu, wirft das Ziel über Vorgabe, fügt zu und schleudert das Ziel weg. Das ist so Stun, ne? Ich meine die beiden hier. Gegenangriff. Okay. Wusste ich gar nicht. Klingenblockade. Angriffskette. Ne, das ist schon der neue Zauber. Aha, seitlicher Hieb, springen und schlagen, schlagt aus der Luft. Ja, ich muss mir die... wir haben viel zu viel Rotz in der Leiste. Wenn ich mal so salopp formulieren darf. So, Po. Abschließen. Abschließen. Mit Po sprechen, abschließen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr einige Dinge von hier für merkwürdig geachtet, Freund. Eloras Energie zum Beispiel. Sie hilft allen Abenteurern, die hoch hinausfliegen, aber man muss auch ihre Eigenheiten ganz genau kennen. Ihr solltet Jelna aussuchen. Alle Segner in der Kluft kennen sie. Wenn ihr Fragen zu Elora habt, solltet ihr mit ihr darüber sprechen. Mit Jelna sprechen. Okay. Machen wir. Sagaso hat auch wieder Arbeit für uns. You'll want to take a look at my magical weapons. Eloras Wind. Erhalte Rotplatten Klauenpulver, erhalte Rotplatten Herz. Eloras Wind. Ein frischer Wind, der einen Teil der Ausdauer deines Reittiers wiederherstellt. Okay. Gut. Elora ist da hinten. Ich will aber jetzt, weil ich es kann. Rundes Großschwert. Sehr schön. So, und das möchte ich jetzt auch aufwerten. Wo sind die Härtungssteine hier oben? Stufe 20, Stufe 30, 35, 40, 45, 50. Wir möchten... bestätigen. Fehlgeschlagen, sehr schön. 120, 35... Haben wir einen Trank, was das Härten angeht? Gefährtenhöhe, Gefährten, Skaleda, flammendes Herz, Wachstum, Gefährten, Energietrank für Gefährten, Gesundheitstrank, Stärketrank, guter Trank der Gefährten. Bändigungspunkte 10 haben wir nicht. Okay. Ach, Erfolg 0. Okay, dann hat sich das ja schon erledigt. Was ist denn mit dem 40er? Auch 0. Boah, das Spiel nervt. Fehlgeschlagen. Von den 50ern haben wir nur noch einen. Ach, leck mich doch, ey. Entschuldigung.
Jetzt kommt wieder zweimal fehlgeschlagen. Stufe 50. So, was haben wir hier? 40 geht nicht, 35 geht nicht, wir haben noch 1220er. Dann werden wir uns die noch einverleiben. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Die 10. Ja, jetzt ist dieser Gegenstand wird nicht länger handelbar sein. Ja. Du kannst Illusions verwenden, um den Verlust von Stufen deiner Gegenstände beim Fehlschlag an der Wertung zu. Aber nicht. Ja, geht er wieder runter. Tum, tum, tum. Wetten, geht jetzt wieder eins runter. Explorer ist ein schlaues Burschi. Super. So. Kann man ein bisschen verkaufen? Ja. Ne, wir können nicht mehr verkaufen, okay. Gut, dann wollen wir, was wollen wir? Wollte ich sonst noch irgendwas machen? Angriffskette, Combo. Zeitlicher Hieb. Was haben wir hier? Schlage zu, rauszumachen. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Und müssen wir die Viecher jetzt erledigen hier? Ja. Dann machen wir das. Ja, insgesamt soll es 170 neue Quests hier geben in dem Gebiet. Brauchen wir nicht mehr. Ne, hier fliegen nur die Fuzzis. Wo müssen wir denn hin? Vielleicht sollten wir da hinfliegen. Ich glaube, da wären wir eher fündig, als wenn wir direkt an der Basis jetzt hier rumhantieren. Von 3. Dann schauen wir weiter, ob wir hier noch was finden. Das ist natürlich jetzt heiß begehrt. Sind ja alle jetzt hier am Questen, ne? Schütterte Insel. Da ist ein roter Wirn, den brauchen wir nicht. Wir müssen ja jetzt die Plattengedönsviecher machen. Tada, tada. Bist du so eins?
du bist so einer. Kollege. Was? Also. The next one. Übrigens, wenn ihr mit dem Härten, da könnt ihr euch natürlich auf dem Shop für ein paar Iluns so einen Trank holen, der euch 10 Minuten erhöhte Chance bei Aufhärtung gewährt. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich glaube nicht, dass wir das Schwert lange haben. Nur ich hoffe, dass es jetzt reicht, um Ionis Höhle zu machen. Gekriegt. Rezept für Gewandtheitstrank. Drachi? Bist du ein... Du bist so ein Drachi, okay. Gib mal Gas hier. Respawn bitte. Na komm. Da unten. Kommen Sie mal her. Und wieso ist es jetzt gar nicht droppen? Das ist ja lustig. So. Oh je, Mine. Roter Wirn. Was bist du? Da kann man schneller fliegen, ne? Schwupsch. Doping für dein Gefährt. Ist da oben einer? Ja. Hinter kommt direkt der nächste. Sehr schön. Okay, viel brauchen wir nicht mehr. Roter Wirn. Das ging fix. Crasht fertig. Wo ist er denn? Hier oben. Schraub, 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 schraub. So. Jelena. You've come all this way.
Willkommen. Alle, die Eloras Gnade suchen, werden sie hier finden. Diejenigen mit gefüllten Taschen finden sie eh. Ja, okay. Abschließen. Wahrer Gläubiger. Mit Jelena sprechen. Abschließen. Ihr wollt also über Eloras Energie Bescheid wissen, stimmt's? Die glänzenden Sphären in der Tritelkluft sind Überreste von der Göttin. Wenn ihr sie absorbiert, bekommt ihr und euer Gefährte neue Stärke. Ihr könnt euch davon berichten, aber ihr könnt auch selbst erleben. Ich nehme an, dass ihr bereits getan habt, aber es schadet nicht, sie nochmal zu erfahren. Absorbiere Energie. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Der Hund bellt, der Briefträger steht vor der Tür. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.